Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Jo. Der hat als Feld abgearbeitet. Und zwar schneller, als wie ich ein Stroh eingesammelt habe. Jedenfalls sind wir da jetzt bei der Mission auf 96%. Und der Hänger ist fast voll. Das werden wir jetzt gleich wegfahren und schauen mal, was wir dann Gewinn machen. Aber da dürfen wir, ich würde mal sagen, 10.000, 15.000 Euro von der Ernte her Gewinn sein. Schnell um einen Daumen geschätzt. Und dann noch einmal die 15.000 oder 13.000 vom Lohn von der Gehalt her. Jetzt wird sie noch eine Chance zahlen. Oh, wow! Also ein bisschen geschmeidiger fahren mit dem. Der fährt ein bisschen schneller wie die Traktoren. Dann überhole ich da rechts. Da habe ich nämlich Platz. Hätte ich dort ausfahren müssen. Ah ja, wurscht, dann biege ich da jetzt dann rechts ab. Einen Moment. Jetzt sind wir gleich da. Derjenige, der gerade aufruft, den tue ich zurückholfen. So. Und abladen. Bitte abladen. Obwohl. Geil! Das hat sich echt ausgezahlt. Das hat sich echt ausgezahlt. Oder und jetzt tun wir noch da abschließen, da kriegen wir noch einmal 13.000, das heißt 49.000 haben wir gerade kassiert. Wir sind bei 108.000. Das hat sich wirklich ausgezahlt. So eine Mission könnte man öfters haben. Müssen wir halt öfter schauen oder immer schauen, dass wir Missionen mit Düngen und Unkraut machen. Und dann kommt immer mehr Ernte auf und wir können da schon kassieren. Ja, das hat sich ausgezahlt.
108.000, da könnte man auch auf den Nachtschein-Kredit auch noch ein bisschen zurückzahlen. Da können wir auch noch ein bisschen rein und Stroh. Mit so viel habe ich jetzt echt nicht gerechnet. 36.000. Ah ja. Also mit dem ist es auch gut Geld machen, wenn wir da mehrere Ecken haben. Wenn wir sowieso früher oder später noch haben, dann werden wir nachher wahrscheinlich gut die halbe der Insel nachher besetzen. Und dann werden wir nicht mehr nur einen Helfer unterwegs haben, sondern mehrere. Weil da muss ich schon echt sagen, dass ich dann eine Mindesteinnahme habe am Tag von 500.000 fast. Ja, 200.000, sagen wir so. 200.000. Oder mehr. Also, wie es Geld reingeht, geht es zurzeit immer gleich weg, weil ich noch immer wieder vergrößern tue. Und kaufen, Geräte kaufen, etc. etc. Zum Beispiel da, wenn ich jetzt echt die Kartoffeln oder die Zuckerrüben machen will, brauche ich einen Gruber. Also fällt vor Gruben. Das heißt, ich muss investieren in einen Gruber. Einen Gruber brauche ich so oder so, früher oder später. Für die Einzelkornsaat. Weil da glaube ich gibt es keinen mit Kompi, mit dem Gruber. Muss ich jetzt nachher nachschauen. Und das, was es mir gerade, was mit der Drescher und der Mission gesagt hat, ich brauche definitiv einen größeren Drescher. Weil das Feld da beenden, bevor ich da überhaupt das alles eingesammelt habe, das hat mir gesagt, so kann ich auch Kosten sparen, an Waldhelfer kosten. Der braucht dann auch nicht mehr so lang. So, passt. Da schieben wir dann wieder verkehrt zurück. Kaffee. Und den letzten Rest, den sammle ich ein, aber bringe ich nachher zu den Pferdlumme. Vielleicht kriege ich es dort nachher gleich eine, weil das fehlt nachher nicht mehr, um Gold zu kassieren. Das zahlt sich nachher nicht mehr aus. Das heißt, da nehmen wir jetzt noch einmal 2000 ein, dann sind wir bei den 110.000 da. Die Überlegung ist jetzt nur, kann ich bei unserem Lager Kartoffeln bzw. Zuckerrüben einlagern. Müssen wir schauen. Ja. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube eher, dass wir da mal die Mods durchschauen werden. Beziehungsweise ich, dass wir
Naja, und dann Mods dazu kriegen mit einem Lager, wo wir all seine haben können. Das werden wir schön zentral nachher hin pflanzen irgendwo. Wenn ich da jetzt 110.000 habe, dann fallen mir ja eigentlich nur mehr noch 40.000 aufs Gewächshaus, oder? Oder da ist schon wieder gerade. Ich komme vor 150 was. Was es gekostet hat. Dann investiere lieber ins Gewächshaus, bevor ich einen Kredit zurückzahle. Weil wir haben ja nur 200.000. Da sind die Zinsen ja nicht so hoch noch. Und mit dem Gewächshaus, wenn wir das kaufen, nehmen wir schon wieder zusätzlich Gold ein. Dann ist ja wieder die Wiesen zu mähen, wo wir eine Silageballen machen. Dann wird der Hobel schon laufen. Das ist perfekt. Unkraut bekämpfen, das 18er Feld. Sind ein paar mehr mit Unkraut. Da werden wir noch ein paar Missionen auch machen. Jetzt will ich da noch schnell schauen. Was wird? 155.000. Da. Kommen wir mal mit dem Zug. Wenn wir den letzten Rest noch einsammeln, was wir die Pferde noch umbringen. Mit der erwachsenen Getreide haben wir zur Zeit genug drinnen eigentlich. Die sind zum Glück jetzt voll, da brauche ich nicht voll schauen zur Zeit. Ich würde es jetzt nur im Stroh gehen, mal liegen lassen will ich es auch nicht. Der Schot rum. Da würde ich es lieber die Pferdeln hier. Wir verkaufen es nämlich der Weg ein bisschen zu weit dafür. Bringen es lieber zu den Pferdeln und liegen lassen, wo es auch nicht. Schaut rum. Das ist eine Grubentour oder Blüm oder wie auch immer. Da drum. 40.000 noch, dann könnte ich mir das echt schon leisten. Ich muss einen Koba jetzt kaufen, haben wir gesagt. Ja. Für warte mal, lass mich echt überlegen. Wir kaufen als nächstes die Gewächshäuser. Noch die Gewächshäuser. Die Schweine schon eigentlich. Na, die Schafe.
Da brauche ich das auch noch nicht. Und dann erst die Schweine. Das heißt, ich hätte noch die Chance zu sagen, okay, ich sehe jetzt einmal noch einmal was anderes an. Beim nächsten Mal tue ich noch Zuckerrüben und Kartoffeln machen. Jetzt nämlich eine Blätter. Bis die Schweine wirklich so weit sind, bis ich mit der Kauf, habe ich inzwischen schon einmal geerntet, noch einmal. Man kann sagen, pro Tag, Ingame-Tag, will ich einmal das Feld ernten. Und ich glaube kaum, dass ich beim nächsten Mal Ingame-Tag das schaffe, dass ich dort schon das Feld ernten tue. Bam, 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 dum, 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 dum. Ah, ich bin ein Depp. Wenn ich Bremsen drücke, dann fährt er wieder rückwärts. Er ist nicht reingegangen. Keine freie Kapazität. Rest's mehr. Das so ist, dass man den Ladewagen inzwischen da. Ding, 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 ding. Hallo, ich muss mich dran gewöhnen. Wenn ich Aufnahmen tue, dass es sein die Ladler schuld. Und das vergesse ich andauernd. Gehen wir jetzt zuerst unser Feld düngen, damit wir einen Helfer losschicken können, aussehen auf unserem Feld. Und wenn das erledigt ist, währenddessen können wir die Unkrautmissionen machen. Das habe ich gerade erst alles repariert. Wie schaut es denn da hinten aus mit unserer Wiese? Können wir da ja schon mähen? Ist der schon wieder bereit zum Mähen? Oder ist dort noch nichts? Das könnten wir mal schauen. Und zwar Gras muss ich aktivieren.
Scorp wäre schon wieder endreif. Will mir live anschauen. Aber das bringt dann auch schon wieder Gold. Gedüngt, Unkraut, Erntereif. Da warten wir noch mit dem Main. Machen wir zuerst die Missionen und gehen wir zuerst düngen. Na, falsch. Im Düngen wäre es eigentlich wurscht, aber dafür haben wir diesen jenen welchen. Eigentlich der Kleine, weil der die Pflegebereifungen. Bis 6, es ist alles gewaschen und repariert, wie im letzten Video gesagt. Das habe ich inzwischen einmal offline nämlich gemacht. Und das werden wir jetzt schnell selber erledigen, weil dadurch tun wir uns ein bisschen eine Kosten sparen. Wenn wir da jetzt selber das düngen, Zeit ersparen ist wir halt mit dem Helfer. Aber das will ich nachher sowieso, glaube ich, offline fertig machen. Ich glaube kann. Ja, vielleicht jetzt ist es auch in 8 Minuten, dass man das eine Feld düngen. Wir werden sehen. Das werden wir dann auch sehen. Ansehen. So. Aber wenn ihr einen besseren Plan habt als wie ich, was ich jetzt genannt habe, dass man zuerst jetzt noch einen Helfer da ansehen lassen, wir werden ein bisschen düngen. Wenn wir die 140.000 haben, werden wir es, die 150.000 haben, wenn wir das Gewächshaus kaufen, das Wasser. Ich darf nicht vergessen auf das Wasser. Weil Gewächshäuser brauchen viel Wasser. Das heißt, ich brauche die Entsalzungsanlage. Weil ich kann es inzwischen kaufen, das Wasser. Aber das ist teuer. Auf die Zeit gesehen. Und die Entsalzungsanlage, die kostet aber 355.000. Das einzige, was ist, ich kann Holz inzwischen auch verkaufen. Aber das wird allein so nichts bringen. Oder nicht viel. Weil dort hätte ich nämlich nicht Fluorwert bei der Entsalzungsanlage. Der macht eigentlich alles selber. Da brauche ich so nichts tun, nur abwarten, bis immer fertig ist. Oder ich was nachfüllen oder wegführen muss. Kriege ich alles? Nicht ganz. Da muss ich nachher noch einmal
Schauen wir, dass wir da links hier ein bisschen überlappend sind. Und dann fahren wir halt einmal nach oben, damit das Jahrschein alles gedüngt ist, um das Maximum von der Ernte auszuholen. Jetzt schauen wir nachher, so wie der fertig ist, aber nachher noch einmal, was die Entsalzungsanlage kostet. Als Einnahmequelle haben wir zum einen gerade unsere Isen mit den Silageballen. Dann die Bäume, was ich füllen kann. Und die Felder, die tue ich bewirtschaften für die Sachen, was ich selber brauche. Beziehungsweise die Wiesen, da muss ich ja nachher umschwenken von Silage auf das, was ich selber brauche. Aber was haben wir sonst jetzt noch, abgesehen von den Missionen? Noch gar nichts, gell? Das ist schlecht. Das Moment der Gewächse ist echt nicht so blöd, ich muss sagen. Und ist alles sauber gedüngt. Passt. Dann fahren wir mit der Affe. Na, brauche ich gar nicht auffahren. Ich wollte da sowieso schauen, was da. Kurzzeitgedächtnis, verlass mich nicht. Was wollt ihr denn schauen? Da die Entsalzungsanlage, was der kostet. Upa. Da werden wir inzwischen Bosse kaufen. Da will ich mir nicht so schnell leisten können. Weil wir mir sicher da die Gewächshäuser zuerst kaufen. Die kann ich mir nämlich schneller leisten. Die will hoffentlich, wie machen wir das in dem Tag? Den in dem Tag will ich es nicht mehr schaffen. Das blöd läuft. Weil jetzt muss ich die Wiesen mähen und dann mache ich noch Missionen. Die packe ich da her. Und du, mein Freund, ja, nimmst mir jetzt die Sämaschine, weil du sahst mir da was an. Und zwar sahst du mich. Mal schauen, was wir im Lager haben und was wir brauchen. Was haben wir im Lager? Weizen, Gerste, in dem haben wir nichts. Was ist das? Mal. Also 200.000 kein Lohn, passt schon. Von Hafer habe ich nichts eingelagert. Okay, ja. Verständlich. Das habe ich nämlich alles ausgenommen für die Pferdel.
Was kann ich da alles aussetzen? Raps, Sojabohnen, Böllrettich, Gras, Zwiebel, Karotten, Hirse. Das Tanken ist zurzeit dennoch nicht so teuer, weil ich nicht so viel Fahrzeuge habe. Ihr könnt für das vorbereiten. Andererseits, was brauchen die Schweine? Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben. Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Raps haben wir genug. Sonnenblumen und Sojabohnen. Machen wir Sojabohnen. Das kann ich nämlich brauchen. Wie die sagen, das kann ich brauchen. Und da werden wir Helfer aktivieren. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Weil die heutige Zeit ist schon wieder um. Zeit verkehrt. Das heißt, dass ich ein bisschen offline mache, dass ich die Missionen mache. Nur zur Info, dass ich nämlich erst da haben wir Spritzen, da haben wir Düngen, da haben wir Düngen, da haben wir Spritzen. Dass ich die vier Sachen offline mache. Und das weiß ich noch nicht. Kann ich das offline machen oder nicht? Da steht mit dem Striegel. Was ich wieder nicht hab. War mit dem Striegel. Was ich nicht hab. Aber sonst ernten vielleicht, dass ich sonst dann zu Beginn. Mal schauen, ob ich eins von den Feldern bearbeitet hab, was gut gedüngt ist. Aber das werden wir alles nachher. Nächste Folge sehen, was ich gemacht habe und was nicht. Ich sag dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.